So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und ich brauche dringend was zu trinken. Und hier ist nichts mehr. Auf jeden Fall sind ein paar Hotfixes gekommen. Ziemlich viele, um genau zu sein. Naja. Anscheinend gab es jetzt ziemlich viele Bugs in diesem Update. Demnach wurden die jetzt gefixt. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu unserer Baustelle. Und ich habe auch schon ein Gesprächsthema vorbereitet, was ich in letzter Zeit so ein bisschen gesehen habe und so. Also, naja, ich will mit euch auf jeden Fall über ein bisschen über Star Wars reden. Denn demnächst ist er ja, na, ist auch schon ein bisschen weiterhin, bis das kommt, aber demnächst ist er halt, ich sag mal Winter, Dezember. Da kommt er ja Battlefront raus. Und wenn man sich mal anguckt, was die EA da schon wieder macht, einfach mal. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was die da gerade tun. Die nehmen den Namen von Battlefront. Sagen erst, jo, das machen wir nach dem Vorbild Battlefront. Das wird alles voll cool und so. Und dann kommen sie erst an, nehmen alles Coole, was Battlefront drin hatte, raus, machen es im Grunde eigentlich zu einem Battlefield, aber nicht wirklich zu einem Battlefield. Dann, und warte, ja, tun die da auch noch so richtige Scheiße rein, wie zum Beispiel, habe ich heute erst gesehen, die nehmen die Suchfunktion für Server raus. Was ist das für eine Scheiße? Wie kommt man denn auf den Kack? Sowas muss da rein. Oder die machen generell alles anders. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr da ein Battlefront habt, dann schreibt da nicht vorne dran, dass es Battlefront sein soll. Denn das ist nicht Battlefront. Und ich denke, Battlefront würde auch nicht wollen, dass das Battlefront wäre. Dieses Spiel. Klar, ich werde da trotzdem mal reingucken, ob das gut ist oder nicht. Aber ich werde wahrscheinlich nicht viel spielen. Liegt wahrscheinlich auch am Computer, aber naja. Es werden trotzdem sehr viele kaufen, auch wenn es so ziemlich alles falsch macht, was geht. Wir haben öfter schon gesehen, dass EA einfach mal komplette Spielserien zerstört. Dead Space. Sims, was sonst noch alles, ziemlich viel. Aber hey, mit FIFA kommt man ja immer überall hin, ne? Solange ihr FIFA habt, geht ja immer alles. Aber eins sollte man euch sagen, FIFA ist immer dasselbe. Egal wie oft ihr das anders macht, es wird immer dasselbe sein. Man kann Fußball halt nicht ändern, weil ihr da die Regeln nicht ändern könnt. Ihr könntet vielleicht einen Modus einfügen, wo die Regeln geändert sind. Wie wäre das denn? Das wäre cool. Ich würde es mir dann immer noch nicht holen, aber das hätte dann immerhin was Cooles an sich. Und wäre nicht so wie jedes andere Spiel. Macht ja auch keinen Spaß, immer nur dasselbe zu spielen, ne? Außer wenn man gut in The Forest ist. Also mir macht The Forest noch Spaß, weil hier wird immer was verändert, hier gibt es noch Sachen zu holen. Außerdem ist es Survival. Und
unendliche Kraft des Bauens. Keine Ahnung. Aber ich wollte ja über Star Wars reden. Auf jeden Fall. Im Winter, da kommt dann ja auch der nächste Film. So, muss ich mal eben meine Fakten zusammensammeln im Kopf. Okay, ja. Sowas hatten wir schon einmal, dass man sich total freut, dass da wieder die Filme kommen. Und was haben wir dann bekommen? Gut, ich bin da gerade erst geboren. Da haben wir Star Wars. Wie hieß es? Die dunkle Bedrohung bekommen. Und Leute sagen, dass der Film schlecht wäre. Und ja, ich habe ein bisschen was von der klassischen Trilogie gesehen, als ich jung war. Fand die jetzt aber ein bisschen langweiliger als die neueren Teile. Ganz ehrlich, aber da war ich ja noch ein Kind, ne? Aber ich finde einfach, die neueren Teile fand ich spannender gemacht. Ein bisschen. Viele sagen das in der englischen Fassung da. Wurde das irgendwie, wie war das, schlecht geschauspielert? Nun ja, bei uns hatten wir halt den Vorteil, dass das synchronisiert wurde und ja, da haben wir halt höchstens gesehen, dass die irgendwie irgendwas machen, was nicht wirklich dazu passt, was die so gesagt haben oder vielleicht sowas. Gut, die haben eigentlich immer das Richtige gesagt. Aber ich habe da nicht wirklich Fehler erkannt. Was soll daran falsch sein? Und ich fand, die waren eigentlich gut, weil man da ziemlich gesehen hat, wie das beginnen musste. Du kannst nicht sagen, ja, der Plot gefällt mir nicht. So ist das geschehen, so muss das sein. Fertig. Und außerdem habe ich noch was bemerkt. Größtenteils sind es eigentlich immer nur erwachsenere Leute, die was gegen die Prequels haben. Warum wohl? Die sind mit den Älteren aufgewachsen. Gehen wir mal so davon aus, ne? Ich sag mal eins. Die Erwachsenen irgendwie alle Asperger, denn ich bin eigentlich der, der das hat und ich komme nicht mit den Veränderungen klar. Nicht eher. Kapiert ihr das nicht? Ihr hängt an Nostalgie. Ihr könnt nicht Sachen mögen, die neu sind. Dasselbe hatte ich auch bei The Clone Wars. Weil, wenn ich The Clone Wars jetzt sage, dann denken wahrscheinlich ziemlich viele an diese Computer-Animation-Dingens. Nun ja, das ist nicht The Clone Wars. The Clone Wars war so eine, eigentlich so ein Cartoon-Film, sagen wir mal so. Und als The Clone Wars da halt computeranimiert kam, da habe ich gesagt, weißt du was, das gab es schon vorher. Und alle, die da halt waren, die wollten mir einfach nicht glauben. Die sagen einfach, hey, nö, das gab es gar nicht vorher oder sonst irgendwas. Das ist voll cool und so, ne? Habe ich erstmal gesagt, nee, gab es vorher. Und ich kenne nur das Alte und das fand ich cool. Ein bisschen. Gut, ich habe mir das einmal angeguckt, zweimal vielleicht, dreimal. Haben wir zufällig aufgenommen gehabt.
Ja. Auf jeden Fall sind ziemlich viele Leute von der Nostalgie geblendet. Ebenso war ich es auch, aber ich habe mir dann auch wenigstens angeguckt, was da alles war. Und es wird wieder Leute geben, die sagen, dass die neuen Teile dann auch scheiße sein werden. Es wird Leute geben. Nur weil du alte Schauspieler, alte Figuren reinpackst, heißt es nicht, dass es dann auch wieder ein guter Film wird. Im Grunde könnte man sagen, man macht Geld mit dem, was man schon gesehen hat. Ja. Nur halt anders geschrieben. So hast du nämlich die neuen und die alten Leute wieder dabei. Und wieder andere sagen, man kann etwas, was schon gut ist, nicht noch verbessern. Hat man ja an dem ersten Jurassic Park-Film gesehen. Alle, die danach drauf folgten, konnten nicht mit dem mithalten. Gut, der vierte, der hat zwar ziemlich viele in Kinos reingeholt, aber auch nur wegen der Nostalgie. Ich fand den vierten jetzt überhaupt nicht gut. Der wurde einfach darauf gemacht, dass ein Fünfter noch kommen könnte. Wenn man sich das Ende mal anguckt. Auf jeden Fall, das ist nicht der Sinn von so einem Film. Ganz sicher nicht. Ich habe in dem Film immer nur gesehen, einziger Sinn, aus dem der existiert, einfach wieder nur Geld. Es gibt Leute, die machen Filme, weil sie wollen, dass die andere halt unterhalten und sonst irgendwas. Es gibt Leute, die wollen damit etwas klarstellen. Es gibt Leute, die wollen sich einfach mal dran probieren und sonst irgendwas. Aber die zielen da nicht direkt aufs Geld aus. Aber ich habe beim vierten Jurassic Park Film halt immer das Geld gesehen. Und die ganzen Logiklücken übrigens. Ich will ja nur mal wiederholen, diese ganzen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, Apatosaurier, die da rumlagen, weil der V-Rex die gekillt hat, aber die lagen alle so nah aneinander, dass es überhaupt unmöglich wäre. Wie dämlich sind diese Viecher, anstatt wegzurennen. Nee, wir stellen uns dort hinten hin. Oh, da hinten ist jemand gestorben. Ja. Was passiert, sterben die auch. Dämlich. Ja, was kann man denn jetzt noch über Star Wars sagen? Haben wir da noch was? Die einzigen guten Spiele zu Star Wars waren immer viele werden jetzt sagen, die MMOs. Die habe ich nicht alle gespielt, ich habe nur The Old Republic gespielt. Aber ich kann da bestimmt irgendwie zustimmen, weil Old Republic war auch sehr gut, fand ich. Man kann ja immer auswählen und sonst irgendwie. Was man da sagt, das fand ich immer cool. Von BioWare haben die ja auch bei Mass Effect gemacht. So, was haben wir da denn noch? Ja, Battlefront war auch immer gut. Man hat sich halt gefühlt, als wenn man wirklich drin im Krieg wäre. Und sowas sollte ein Spiel auch vermitteln können. Die Lego-Spiele waren gut. Kann ich gerne noch mehr davon haben. Lego-Spiele sind immer gut. Außer sie sind über Superhelden, denn ganz ehrlich, die Superhelden-Spiele von Lego, die fand ich alle immer ein bisschen langweilig.
Ja, sogar Lego Marvel Super Heroes fand ich langweilig. Ist mir scheißegal, ob du da durch New York fliegen kannst. Es ist für mich langweilig. Ich habe das nämlich mal gespielt die ganze Zeit und dann irgendwann holst du dir da alles und irgendwann kommst du durch einen Bug nicht weiter. Und der Bug, der frisst sich durch dein Spiel. Der macht es nachher so kaputt, dass du es einfach mal deinstallieren musst, weil sonst ein Virus auf deinem PC ist. Das ist echt bei mir passiert. Ist mir scheißegal, ob ihr einen Helicarrier habt. Weiß in Lego Star Wars 3, das hat wenigstens richtig coole Raumschiffe und sonst alles. Da kannst du coole Schlachten machen und sonst. So, du kannst vielleicht nicht einfach überall frei herum, du kannst aber zwischen zwei Raumschiffen frei herumlaufen und Planeten angreifen. Erinnert mich irgendwie an Star Wars Battlefront. Nur, dass du da halt auch cool was aufbauen kannst. Und dafür musst du nicht mal der Techniker sein. Und die Level waren halt cool. Da wurden immer diese zwei Sichten gezeigt. Vielleicht mache ich auch mal ein Lego Star Wars 3 LP. Aber das müsste ich mir erstmal kaufen und das habe ich eigentlich schon für die Wii. Ich weiß selber nicht, warum ich es mir für die Wii geholt habe. Ey, da sind ja doch Fische drin. Eigentlich müsste ich jetzt schon zurückwandern. Ist schon zu spät. Ich könnte auch so ein kleines Lager machen. Hier kommen ja eh keine Gegner. Könnte ich eben schnell so eins machen. Sind ein bisschen viel Sticks, nicht wahr? Oder auch mal das für eine Pflanze war. Ich finde es auf jeden Fall nicht gut, dass Leute zu sehr auf ihre Nostalgie achten, anstatt mal sich wirklich anzusehen, was man da hat. Auch wenn ich jetzt wieder bei den neuen Filmen nur noch Geld sehe. Nur noch. Man will keine Geschichte erzählen, man will Geld verdienen mit etwas, das schon gut war. So hört sich das für mich immer an. So, warum hat er das nicht gleich zerstört? Aber ich sehe jetzt wirklich nichts mit dem Laufen, dass das besser wird. Im Moment. Da levelt sich gerade nichts. Boah, was ich hier noch gut finde, hinten hat man ja auch noch so eine gute Verteidigung. Weil da kommst du auch nicht so leicht hoch. Boah, ich muss demnächst in der nächsten Folge mal über Tube Clash reden. Da haben sich ja auch einige Leute drüber aufgeregt. Auf jeden Fall. Da müssen wir auch mal irgendwie drüber reden. Ich werde es mir auch nicht angucken. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein paar Folgen. Ich fand den ersten ganz gut. So.
Oh, ich mache demnächst einfach eine Talkshow in the Forest. Auf jeden Fall. Kommt man hier überhaupt hoch? Und ich habe meine Gäste eingeladen in meinen Wald. Hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum habe ich da was drüber getan, wenn das jetzt eh nicht da ist? Pennen. Pennen. Speichern. So, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Und wenn das Temporary Shelter heißt, dann sollte das jetzt kaputt sein. Temporär.